Ja, danke. Besser ist das. Ja. Atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Nein. Keineswegs, aber wir können... Ich wollte noch eine Weile bleiben, wenn du nichts dagegen hast. Mir alles ansehen. Wir könnten wohl kurz Pause machen. Ich wäre dann jederzeit bereit. Reveal. Ja. Ich glaube nicht, dass es hier überhaupt noch was gibt. Darunter gab es keinen Weg, ne? Nein. Ja, wir können gehen, komm. Ich kann einfach nicht fassen, was gerade passiert ist. Brauchst du noch etwas Zeit hier? Nein. Ich bin bereit zu gehen. Das bin ich. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle erwarte ich, außerhalb vom Schloss jederzeit angegriffen zu werden. Verständlich. Wir haben ja ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Stimmt. Warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer... Sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht gesehen habe. Wir müssen los. Ich brauche eine Eule. Was? Was habe ich denn jetzt schon wieder verpasst? Das frag ich mich auch gerade. Vielleicht sind sie der Oma auf der Spur. Die haben die Oma an Ketten gelegt? Warum das denn? Die liegt doch gar keine Drachen. Wer Wie weiß, dass das so für eine Oma ist. Sein? Oh nee. Oh ja, warten bis wir. Immer diese Bilder von Zwergi. Ja. Privet. Hat schon wieder gepinkt. Ja, es pinkt ja andauernd, aber ich weiß nicht, wo dieses Ding sein wird. Auf jeden Fall war da irgendwo ein Sack. Hier drin, glaube ich. Hier ist das Säckli. Privet. Ah, schau mal, guck. Haha, gefindet. Postamt. Kann man mit Ihnen reden? Nein. Das klang nach einer Eule. Aber irgendwie blinkt es noch. Ja, hier gibt es bestimmt noch mehr Pinguine. Wow. Es war ein Unfall, beharrt der Basiliskenzüchter. Ach, nicht beharrt. Der Zauberer aus Cornwall, der wegen der Zucht von Basilisken verhaftet wurde,
hat darauf bestanden, dass alles nur ein dummer Fehler gewesen sei. Er wurde verhaftet, nachdem bei einer Routinekontrolle Krötenbefall in allen 5 Hühnerställen festgestellt wurde. Die Zucht von Basilisken ist seit langem vom Ministerium verboten, aber aufgrund der Potenz, der Seltenheit und des Wertes des Basiliskengiftes ist es vielleicht nicht überraschend, dass die weniger Gesetzestreuen unter uns das Verbot umgangen haben. Ein Nachbar des inhaftierten Zauberers, eine verhüllte Gestalt, die anonym bleiben möchte, erklärt: Einen Basilisken kann man erschaffen, indem man ein Hühnerei unter einer Kröte ausbrütet. Jeder Zauberer mit einem Zauberstab weiß das. Wirklich jeder? Ich nicht? Ich bin auch kein Zauberer. Und hast auch keinen Zauberstab. Daran liegt es. Hier gibt's den Tagespropheten. Der Zauberer aus Cornwall hat sich vor dem Zauber Gamet auf völlige Unwissenheit berufen und behauptet, seine Hühnerställe seien einfach unwiderstehlich für Kröten. Und er habe keine Ahnung von der Basiliskenzucht. Seine Verteidigung stieß bei den Mitgliedern auf große Skepsis. Mit Ausnahme von Belinda Brown von der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe, die sagte: Ich bezweifle nicht, dass er so verrückt ist. Wir hatten ihm doch gesagt, dass wir kommen würden, oder nicht? Er hätte nur die Kröten wegbringen müssen. Dankeschön. Bitte schön. Drama Lama 99 hat einen Follower dagelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Ronaperau. Ist hier auch einen schönen guten Morgen. Und danke für den Follower. Ach siehste, warte mal ganz kurz. Naruto, ich hab dich gar nicht gefragt, wie geht's eigentlich Kurama? Hahaha. Und was für eine Kuh? Wie viele Schwänze hatte der Fuchsgeist? 9. Guck doch einfach auf mein Bild im Discord. Da wollte ich gar nicht hin. Nee? Da wollte ich hin. Im Schatten der Zeit haben wir noch. Ja. Dann mag aber. Dann kriegst du nachher den Imperio. Gut. Ja, den müssen wir aber auch nicht einsetzen. Nein. Prost zusammen. Oh, schon wieder was am Arsch. Dankeschön, ja? Zum Wohl. Das siehst du, jetzt werde ich auch mal was trinken, wenn ich mich bewegen könnte. Das hört sich komisch an, Rami. Sagen wir es mal folgendermaßen. Ich habe vom Rücken so kurz unter den Nieren bis in meine Zehspitzen momentan kein Gefühl. Oh! Nicht gut. Warum machst du denn sowas? Frag nicht mich, frag meinen Rücken. Geldkarte. Warst du bei der Ärztin? Ich war bei meiner Ärztin. Da hing Zettel an der Tür. Wir haben diese Woche Urlaub. Ja, toll. Und auf dem Weg nach Hause wurde ich angerufen. Hilfe, ich brauch dich. Nee. Nicht abstürzen. Sei lieb. Ein Liebesspiel, sieht ein Ei-Spiel. Komm, einmal eine Runde Ei machen. Aber das hat mich doch nie angehalten. Fragezeichen von Keks. Ja, Keksi, das ist das Problem. Ich weiß es nicht, ob es die Bandscheibe ist oder einfach irgendwas anderes. Ein Ei von Keksi. Ja, gute Besserung. Nee, das war fürs Spiel. Hier. Das ist gut. Nicht Absturz. Privilegium. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst,
Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Erkunden wir die Katakombe. Erkunden wir diese Katakombe. Wir können Anne besuchen, wenn wir fertig sind. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein. Ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Wir sind halt nicht jünger. Geht's? Das war echt scheiße. Ich habe zwei Bandscheibenprobleme. Das kenne ich auch. Dann ruft die 116117 an. Die schicken dir einen Arzt. Autsch, hat er bisher einen. Daher kam mir die Bandscheibe von Ines bekannt vor. Aha. Die Beschreibung von Ines. Die Bandscheibe von mir. Ja, Schülerbericht. Die Arbeit in der Katakombe hat mehr als erwartet zutage gefördert. Mehr über unsere Vorfahren zu erfahren, war sehr erhellend. Aber ich bin auf etwas anderes gestoßen, das ich nicht ignorieren konnte. In einem Bereich hinter den verfallenen großen Saal. Inmitten der umgestürzten Sarkophage habe ich ein seltsam geformtes Relikt entdeckt. Ich habe sofort eine enorme Macht gespürt. Es wäre mir eine Freude, dieses Relikt eingehender zu untersuchen, wenn es nur erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen. Ja. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Dann gehen wir mal Katakomben. Na, dann gehen wir Katakomben, Katakomben. Katakombi, Katakombi, B. Ja, im Kombi ist viel Platz, in der Katakombe bestimmt auch. Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Sehr viel Platz. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Ja, wie schön er die Treppe runtertänzelt, ne? Ja. Reveli. Ravioli. Ja, klar, ich habe schon die ersten roten Dinky-Blinkies. Was brennt denn hier rum? Konfringo! Konfringo! Oh. Bombarde! Kozio! Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Echt, war's das? Yep. Der Rest der Gruft ist frei von Insekten. Spinnen sind keine Insekten. Schon gut. Nein, das sind Arachniden. Da gibt's einen ziemlich raus. Und da gibt's einen ziemlich raus. Und da gibt's einen Bewegmilch. Der Raum ist höher, als er scheint. Den kriege ich nicht gezogen. Mit der Pulso jedenfalls nicht. Ach ja, stimmt ja. Damit auch nicht. Ich vermute, man kann die Sarkophage öffnen. Ah, das ist... Das sind Sarkophage. Die alle zu öffnen ist verlockend. Immerhin Geld. Wir sind aus einem Grund hier. Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Nix drin. All. Wir waren da. Ups.
komme ich denn hier hoch? Oder komme ich hier gar nicht hoch?